Hi, hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe immer noch vor dem Blutvergießer und ja, mal gucken, ob's heute schneller vorangeht, besser läuft. Es lief ja schon nicht so schlecht, aber die zweite Phase hat mich ein bisschen geärgert. Let's go. Okay. 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 Ah, mir war noch was eingefallen. Mir war noch was eingefallen, Leute. Oh, ups. Ja, mir war nämlich noch was eingefallen. Und zwar natürlich Blutverlust, ja. Lebenspunkte deutlich, ja. Aber Resistenz gegen Feuerschaden. Ich denke, dass das ja am Boden, das brennt ja, das macht ja, es müsste ja auch Feuerdamage machen, oder? Also vom, so das, was ich sehe, macht es auch Feuerdamage. Und vielleicht hilft mir die Resistenz gegen Feuerschaden ja ein bisschen gegen das, was da am Boden so passiert. Oder gegen diese Explosion ein bisschen zumindest. Okay. Weiß ich nicht. Aber gegen die Explosionen, glaube ich, hat es ein bisschen geholfen, ja. Na shit, na. Da war ich gierig nach ein bisschen Damage.
Ja, und dann. Boah, das könnte halt funktionieren, ne? Boah, mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen. Mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen. Ich hab doch hier so Zeug, oder? Oder war das nur in Dark Souls? Das ist die Ausdauerregeneration. Da, erhöht kurz die Ausdauerregeneration. Das könnte mir helfen, dass ich ihn vielleicht doch während Nihil killen kann. Schauen wir mal. Nee, es reicht leider nicht. Okay. Oh, es gibt. Es gibt, glaube ich, ein kleines Fenster, in dem ich ihn stunlocken kann. Vor Nihil. Ich glaube, es gibt da ein kleines Fenster. Und wenn ich dann volle Ausdauer habe und ihn verprügel, könnte das reichen. Habe ich jetzt gefressen? Nee. Schade. Es ist so knapp. Es ist so knapp, ne? Ich darf das nicht probieren. Es klappt, glaube ich, nicht ganz. Ah, es klappt nicht ganz. Ich muss irgendwie durch die zweite Phase durchkommen. Es reicht nicht aus. Wo habe ich? Warte mal. Kann ich? Gibt es einen Waffenüberzug, der Blutverlust auslöst? Scharlachfäule, Effekt gegen Drachen, Schlaf, Frost, Blutverlust. Moment, das starten wir nochmal neu. Also ich probiere es jetzt aber.
Ah, es ist so schade, dass man ihn nicht stunlocken kann aus seinem Nihil raus, aber das macht halt schon Sinn. Sonst wäre es viel zu einfach. So, jetzt habe ich... Nee, habe ich nicht drin. Dann tauschen wir das mal aus, noch gegen den Blutverlust. Davon habe ich zwar nur zwei, aber was soll's. Ah, so knapp. So knapp, Leute. Boah, ist das knapp, dass ich ihn vor Nihil kill. Oh, shit. Ah. Das letzte Blutverlust, fett. So, jetzt machen wir aber den ordentlichen Versuch. Komm, ganz normal. Ah, dass ich diese Rolle auch nicht hinkriege, ne? Ich will es wieder probieren. Thorsten, hi, grüß dich. Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Ah, ich habe es schon wieder probiert. Weil es halt einfach so knapp ist. Es ist so knapp. Und ich... Ah, es wäre so ein geiler Kill, ihn vor Nihil zu töten. Aber es reicht halt leider nicht. Und ich sehe aber dieses wenige Leben und werde dann gierig. Und... Ah. Nee, normal jetzt. Normal, ganz normal. Ausweichen und ganz normal killen. Ja, ich habe einfach das Timing für diesen Schlag von oben überhaupt nicht, ne? Jetzt schon wieder so knapp. Fuck. Ich glaube, ich hätte noch einen Schlag gebraucht, dann wäre vor Nihil einmal in die Knie gegangen, dann hätte es vielleicht wieder gereicht. Aber ey, ich bin einfach so gierig. Ich bin einfach zu gierig. Es ist nicht so, dass ich das... Ich da kickt so hart die Lust, ihn davor zu killen. Einfach, weil es so cool wäre.
Ach. Ich sollte es lassen. Ich muss es lassen. Sonst wird das nix hier. Nee, ach Mist. Fuck. Komm schon. Ja. Oh Gott. Oh. Ein HP. Ein HP. Ja. Oh. Knappes Pferd. Richtig knappes Pferd. Let's go. Ah. Ah. So, einmal bitte auffüllen, mein Zeug. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Kann ich mit ihm hier noch irgendwas machen? Nee? Das war's hier jetzt, oder was? Okay. Okay. Hier hinter vielleicht? Ah, da komme ich dann ins DLC. Okay. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich über seine Kugel dann. Irgendwie, dass mich das dann wohin portet oder was weiß ich, keine Ahnung. Eigentlich dachte ich, dass ich einen Ticken länger jetzt hier dran sitze. Aber hey Leute, ich bin halt einfach krass. 420.000 Seelen hat er mir gegeben. Runen, krass. Nicht schlecht. Nee. Sie ist tot. Oh, ich bin echt am Überlegen, ob ich die Waffe will, ne? Ah, die hat Arkan. Na, und Feuer körperlich, dann macht die Blutverlust. Die ist halt schon geil. Tja.
Miko, Sebastian, hi. Oh, Mogwins heiliger Speer. Da müsste ich halt Vollgas umskillen. Dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Dann lassen wir es. Ich glaube, ich muss dieses Spiel tatsächlich ein zweites Mal durchspielen, um solche Dinge zu benutzen. Oder sogar zwei, drei Charaktere machen. Weil es einfach so viele Dinge gibt, die ich ausprobieren möchte. Was da geht mit Schaden und so weiter. Hey, Miko. Ja, gerade eben. Vor 3 Minuten, 5 Minuten. Ich hatte ihn einmal so knapp vor Nihil gelegt. War ein easy clap heute, ja, absolut. Ey, das war krass. Ich knüppel alles in Stärke rein, Leute. Ich knüppel alles in Stärke rein. Ich fress jetzt auch diese 3 Dinger. Hier, die da. Also der Nihil, unser Kumpel Nils, der ist heute recht easy draufgegangen tatsächlich. Es müssten doch vielleicht 2 Level sein. Ah, nee. Muss noch mal ein bisschen was. Ich brauche 25.000 ungefähr für noch mal Stärke. Die gab 50.000. Okay. Hundertzwanzigtausend brauche ich. Komme ich noch mal auf ein Level? Leicht. Ja, komm, müsste doch irgendwie drin sein. Gut, wir probieren es noch einmal. Lukas, hi, grüßt euch. Schön, dass ihr alle am Start seid. Jetzt muss ich aber was ändern. Die brauche ich kein Feuer, sondern... Was hatte ich denn vorher drin? Mehr Leben, genau. Dann macht das Blutverlust in der Nähe, erhöht die Angriffskraft. Ja, das kann ich natürlich auch benutzen, wegen meiner Keule. Und das hier macht Immunität, Fokus. Ich hätte gerne eine Resistenz gegen Fäulnis, Scharlachfäulnis. Ist das auch Immunität? Ich glaube ja, ne? Das passt schon, das macht auch... Bei dem tollen Wetter. Bei uns geht's tatsächlich... Mit Frau und Kind unterwegs, ja, die sind Eis essen gegangen, ich habe Mittagsschlaf gemacht. wo renne ich denn hin? Da will ich hin. Ah, so meine Gute. Ah, jetzt geht die Zappelei wieder los.
sie sich halt heilt. Dass sie sich halt heilt. Durch Hits auf mich ist so krass. Und diese Keule, die bringt mich dazu, dass ich tendiere dazu, mehr Schaden machen zu wollen, als ich eigentlich machen kann. Ah, die Nummer. Sie heilt sich sogar, wenn du mit einem Schild blockst. Das wurde tatsächlich schon erwähnt, ja. Ich hab's auch bemerkt, als ich gestorben bin und sie trotzdem weiter auf mich einprügelt, heilt sie sich auch weiterhin, obwohl ich tot bin. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich Leben habe, sondern es ist irgendwas anderes, was ihr Heilung gibt. Einfach nur der Treffer. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich dem Ding ausweichen soll. Da würde ich gerne ich schaffe es so auszuweichen, dass ich nur einen davon kassiere, aber ich würde gern gar keinen kassieren. Das ist sehr nervig, dass ich da immer noch am Ende irgendwie einen kassiere. Ich probiere sie mal jetzt ohne Lock-on anzugreifen. Oh, das ohne Lock-on ist halt ihr Gezappel wahnsinnig schwer zu sehen und vor allem sind meine Schläge in ihre Richtung zu lenken ist... Aber ohne Lock-on hat das Ausweichen besser funktioniert. Bei den drei Schlägen habe ich gerade keinen kassiert, wo ich dachte, hoi, okay, irgendwo bin ich andershin ausgewichen. Was gäbe es denn noch? Welche Bosse sind denn noch offen, außer jetzt so kleine Höhlenviecher? Die ich noch erlegen sollte. Vor ihr. Oder nicht sollte, sondern kann. Bevor sie dran ist. Einfach damit ich ein bisschen Abwechslung habe.
In Nokron. Ah, okay. Hatte da, ich glaube, irgendwer anders im Chat hatte noch gesagt, ich soll dort unten nach Nordosten gucken. Dort gäbe es noch irgendwas zu finden. Ich fühle sie gerade überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich das heute durchziehen werde, wage ich zu bezweifeln. Ja, das verstehe ich nicht. Warum ich da nicht... Sobald sie auch einmal trifft, darf ich nicht raus aus dem Schlag und... Das ist total scheiße. Diese Fuchtelei vor meinem Gesicht, ey, das... Ah, wenn sie mir ihr Z in die Brust ritzt, das ist immer, das ist sehr ärgerlich. Mittlerweile nervt mich der mehr als der Wassergeflügeltanz. Weil ich immer denke, warum bin ich da komplett stunlock? Wegen einem so einen kleinen Schnitzler kann ich nicht mal mehr ins Ausweichen rein. Sondern das Spiel sagt einfach, nö, sie hat dich einmal getroffen, also trifft sie sich auch mindestens dreimal. Jetzt habe ich gerade... Das war jetzt seltsam. Ha. Ha. Okay. Das ändert ein bisschen was. Ha. Ich bin nach links ausgewichen und da trifft sie ja viel weniger. War, glaube ich, Mock gemeint. Ah, okay, Miko. Ja, das ist okay, das kann gut sein, ja. Links durch sie durch. Links auf sie zu ausweichen. Links auf sie zu ausweichen. Nicht rechts rum. Ich bin immer rechts rum. Ich muss links auf sie zu ausweichen. Was macht sie, wenn ich hierhin ausweiche? Wow! Haha! Oh mein Gott, warum fällt mir das jetzt auf? Nach so vielen Versuchen, aber so ist es halt manchmal, ne? Sie hat dann einen ganz seltsamen Lock-on plötzlich, den ich vorher gar nicht... Warum? Die hat mich... Okay. Okay. Das sieht plötzlich ganz anders aus. Oh.
Oh mein Gott! Jetzt noch der hier. Fuck. Falsche Richtung. Okay. Okay, okay, okay. Aber das hat sich gerade ganz anders angefühlt. Wieso habe ich das bisher nicht probiert? Das war gerade Zufall, dass ich es gemacht habe. Ach, shit. Oh, wie viel Damage das macht, ne? So krass. Ah, wenn sie springt, geht's nicht. Darf ich nicht hauen, wenn sie da springt. Sie hat da so einen Move, da springt sie nach dem zweiten oder dritten Schnetzler so ein bisschen in die Luft und dreht sich in der Luft dann um 270 Grad in meine Richtung. Da ist meine Keule auch ein bisschen langsam für. Wenn ich da drauf haue, klappt nicht. Nein, nicht dahin ausweichen. Nicht irgendwo vorne, rechts, vorne, vor sie, also vor sie sowieso nicht im 180 Grad Winkel, sondern ich muss hinter ihre rechte Schulter kommen. Wenn ich hinter ihrer rechten Schulter bin, trifft sie fast nichts. Bei den Schlägen, die sonst mir immer so eine Kleinigkeit mitgeben. Mist. Wenn sie auf mich zustimmt, muss ich auch auf sie zu ausweichen. Dieses von ihr weg ausweichen ist einfach ein Riesenfehler. Weil sie stürmt auf mich zu und ich denke, wenn ich jetzt ausweiche, habe ich genug Abstand. Aber mit jedem Schlag kommt sie mir wieder ein Stückchen näher. Das heißt, sie hat da, glaube ich, einen Lock-on und hinter den muss ich kommen. Und dann ist sie in ihrem Move drin und kann ihn nicht mehr beenden und hat kein Tracking mehr. Also beziehungsweise das Tracking in die falsche Richtung. Oh Mann. Das ändert ein bisschen was. Shit. Den muss ich auch noch das Timing rausfinden. Timing ist natürlich noch eine Frage. Da bin ich jetzt zwei, dreimal in ihrem Schlag ausgewichen und bin in ihrem Schlag wieder rausgekommen aus der Rolle.
Shit. Boah, das sind halt aber auch recht viele Moves, die sehr anstrengend sind. Das ist wirklich ein immer wieder reinlaufen, immer wieder was Neues mitnehmen, immer wieder. Bisschen schade, dass ich sie von hinten nicht kritisch treffen kann. Ja, und da bin ich, ich drücke eigentlich ausweichen, weil ich es gewohnt, dass, weil er halt die Rolle eigentlich macht, sobald er bereit ist. Aber ich glaube, wenn ich nicht ausweichen hämmer, also so die ganze Zeit trigger, dann dauert es ein bisschen länger, bis er sie macht. Und wenn ich es hart trigger, also hier drauf hämmer auf die Taste fürs Ausweichen, dann macht er sie einen Ticken schneller. Nur mache ich dann manchmal zwei Rollen. Das muss ich mir noch abgewöhnen, dann im richtigen oder beziehungsweise angewöhnen, im richtigen Moment aufzuhören. Hallo, ausweichen. Und ich verstehe es immer noch nicht, warum ein Schlag von ihr mich stunlockt, dass ich nicht ausweichen kann. Das finde ich schwierig. Ist wieder so eine halt. Ja. Ich kann das ja auch mit Gegnern machen, dass die so einen leichten. Warum soll es der Gegner nicht auch können, ne? Aber es ist halt nervig, weil es bisher keiner auf die Art gemacht hat. Mit so einem Pissschnitzler mir komplett das Movement nehmen, das ich zur Verfügung habe. Ja, das ist genau das Falsche. Wenn das kommt, darf ich nicht nach hinten ausweichen. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin den ersten dreien ausgewichen oder den ersten zweien. Der letzte trifft, weil sie da noch einen halben Schritt nach vorne macht, was sehr ärgerlich ist. Was sehr, 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 sehr ärgerlich ist. Ich weiche im richtigen Moment aus und alles passt. Ich weiche nur in die falsche Richtung aus. Und dadurch, dass es das Timing stimmt und alles und das schon recht gut erkannt habe, was hier passiert, dann trotzdem bestraft wird. Aber halt nicht so hart, ne? Es wird halt nicht so hart bestraft. Reflexe der Finger sind oft anderer Meinung. Die Muskelreflexe, ja. So, und jetzt verstehe ich nicht, wohin mit mir. Nicht so ganz. Ich meine, ich bin nicht ganz gestorben, was schon mal was ist. Das ist ja schon mal ein bisschen was, aber okay, aber ich hab's langsam. Mir fehlt noch die Geflügelnummer. Die Sache mit dem Geflügel ist noch ein bisschen offen. Da weiß ich noch nicht ganz, wohin, in welchem Moment, wohin, wie ich da ausweichen muss.
Aber ich komme langsam dahinter und dann habe ich gerade mal die erste Phase gelernt, ne? Pepperoni! Haha, geil, ich stehe auf Pepperoni. Und hi, grüß dich, herzlich willkommen, danke für den Follow. So, mach dein Geflügel jetzt. Damit ich das Geflügel lernen kann. Ah, fuck, jetzt habe ich zu wenig Leben, um es zu lernen. Ah, sie macht es natürlich in einem ungeschickten Moment, wo ich noch dabei war. Ja, ich kann Schaden machen. Jetzt kann ich Schaden machen. Juhu, ich brauche mich nicht heilen. Ich habe gerade einen Moment zum Schaden machen. Und vorbei. Mist. Ah. Ich dachte, ich kann sie da rausstunnen aus dem Angriff. Gut zu wissen, dass ich sie aus dem Angriff nicht rausstunnen kann. Okay, das ist auch ein durchgehender Angriff. Wenn der einmal läuft, ist nichts mehr zu machen. Eieieiei. Hey, das ist so brutal viel. Und das muss alles im Kopf drin bleiben. Boah. Hätte ich mal in der Schule früher so viel gelernt, ey. Hätte ich mal in der Schule früher so viel gelernt, dann wäre vielleicht auch was Gescheites aus mir geworden, ey. Autsch. Nein, nicht jetzt! Das denke ich mir auch so oft, wenn ich sie bekämpfe. Das war jetzt wieder der falsche Moment für Wassergeflügel, Tanz, Mensch. Ich will den Wassergeflügeltanz lernen, aber sie macht ihn immer im falschen Moment irgendwie gefühlt. Ah, und da bin ich natürlich timingtechnisch. Ups. Da habe ich kein Timing gehabt gerade. Und dann ist natürlich, wenn ich im falschen Moment ausweichen drücke und dann vom Kopf her, also man hat natürlich diese Zeitspanne von ungefähr, ich weiß nicht, eine halbe Sekunde, dreiviertel Sekunde wird das sein, im Kopf so, jetzt, 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 jetzt
und dann feuern die Finger das ab. Aber wenn man dann im falschen Timing drin ist, no chance. Ah, Wassergeflügel. Ah, das war... Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Wo muss ich hin? Wie kann ich ausweichen? Wohin muss ich ausweichen? Ich verstehe es nicht. Noch nicht erkannt. Immer noch nicht. Jetzt hatte ich eine perfekte Chance. Sie hatte eine schöne Entfernung. Ich konnte sehen, was sie macht. Timing-technisch war es mir auch relativ klar, was passieren wird. Oh, okay. Das ist auch ein seltener, etwas anderer Move. Mist. Habe ich beim Ausweichen wieder gemerkt. Ah, nee. Falsch. Ey, das war so gut gerade, dass sie das Wassergeflügel da gemacht hat und trotzdem... Fuck. Blade of Mikala. Ah. Miku, was ist in Nokron noch? Ist das also ein Boss auf jeden Fall, gehe ich davon aus? Ist es oben in Nokron oder ist es unten in Fio? Wie heißt das? Siopra. Siopra. Ah, Wassergeflügel, okay. Und ich sehe es nicht, ne? Ich... Keine Ahnung. Ah, Mist, ey! Gibt's doch nicht! Podeste anzünden musst? Ich habe zwei von diesen Hirschen besiegt, ja? Falls du das meinst. Ey, Sepp, grüß dich! Und nochmal, schön, dass ihr alle am Start seid. Schnauze jetzt. Reicht dann auch wieder. An einer Stelle mal runtergesprungen. Nee.
Ach, shit. Obwohl ich es weiß, ne? Obwohl ich es wusste, habe ich trotzdem gehauen. Ah, Wassergeflügel. Hua! Hua! Ah, verdammt. Rani-Quest? Rani-Quest hab ich ja durch, ne? Ja, dann die Rani-Quest ist fertig. Wir schauen einfach gleich kurz, was ihr meint. Weil ich bin schon wieder am... am überlegen, ob das, was ich hier mache, gerade die richtige Wahl ist. Ups, tot. Eher Fias Quest, okay, wer auch immer Fia ist. Alecto. Alecto sagt mir aber was. Ah! Alecto, ja. Umarmt? Die hat mich umarmt? Ah, das ist Fia. Alter! Pater Nalms oder so ähnlich. Danke für den Follow, Mann. Dankeschön. Hi, herzlich willkommen. Ah, Geflügel! Verdammt! Ah, ich weiß nicht, wohin ich ausweichen soll, damit mich das Geflügel nicht trifft und auch nicht wann oder wie oder... Ah. Also, wir gucken mal ganz kurz. Auf geht's zu... Fia ist die mich umarmt hat. Hier, das war doch Alecto, oder? Gehen wir mal dahin, zu ihr. Zwei Richtung Baum, echt? Wow, falsches Leuchtfeuer. Falsche Gnade. Neben dem Hirschboss, dem zweiten Hirschboss. Okay, ich probiere mich jetzt einmal hier kurz an der Kollegin. Ich schau mal, wie sehr mich ihr Gezappel auf die Palme bringt. Bevor ich weiterziehe. Ich bin ja jetzt schon um einiges mächtiger. Ah, die Sternenfallbestie ist ja auch noch offen. Oh Gott, die Sternenfallbestie. Ei. Bin ich falsch geritten? Ich glaube, ich bin falsch geritten. Wo muss ich hin? Da hinten. Ey Leute, also wenn Marlene vor dem DLC nicht liegt, ne? Dann mache ich das schlechte Ende. Das ist ein geiles Ende, okay. Ja, meine Lady. Die Piekserei hat jetzt ein Ende, würde ich sagen.
Ah ja, nee, scheiße, die dumme Kacke kommt ja jetzt erst. Stimmt, ich hab's vergessen. Noch 42 Tage. Oh, ich hoffe, so lang brauche ich nicht, ey. Ich darf mich nicht ganz so oft treffen lassen, dann ist die Sache schnell erledigt. Hier in diesem Gefängnis. Nee, die Waffe will ich natürlich nehmen. Ich will das hier bitte. Ich brauche was, um mehr Ausdauer zu regenerieren. Triff sie halt. Hallo? Ich sie einfach nicht getroffen habe. Drei oder vier Mal. Ich habe eine riesige Keule. Hallo? Warum habe ich sie nicht getroffen? Das Ding ist riesengroß. Und sie stand einen Meter neben mir. Ah, ich glaube, oder könnte es sein, dass ich den Treffer einfach nicht gesehen habe, auf bei ihrem Leben unten, und sie in ihrem, in sobald der Move startet, kein Stun bekommt. Das könnte sein. Ey, aber Leute, ich find's cool. Dass ihr zumindest gerade im Chat nicht daran zweifelt, dass ich sie besiegen werde und ich das gute Ende bekomme, das ich haben will. Nee, den Suft brauche ich bitte. Danke. Ah, okay. Shitty. Oh, nee. Ach, das zieht ja nach. Das zieht ja nach. Da brauche ich volles Leben. Komm schon, Alecto. Schön ist, ich kann einfach weiter prügeln. In manchen Situationen einfach weiter draufhalten. Obwohl es vielleicht echt nicht die beste Idee ist, aber es funktioniert. Und sie hat jetzt irgendwie, am Anfang kann ich sie noch, sie macht einen größeren Ausfallschritt, habe ich das Gefühl.
Scheiße. Saufen, saufen. Saufen. Wann hört's auf? Wann hört's auf? Einfach den Schaden getankt. Einfach teilweise den Schaden durchgetankt. Nice. GG, danke Leute. Easy würde ich jetzt nicht sagen, aber danke. Danke, 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 danke. So. Und dann sagtet ihr hier. Soll ich da oben runterspringen? Ich kann gar nicht leveln, ne? Ja, dann laufe ich halt mit 80.000 Seelen durch die Gegend. Ich brauche 112 oder so. So, der zweite Hirsch ist dort. Und da kann ich runterspringen. Bisschen weiter links oben. Zur anderen Hirschleiche. Weil hier ist ja nochmal eine. Ich war tatsächlich hier oben. Ich bin hier gestanden und habe die Klippe runtergeguckt. Und habe gar nicht gecheckt, dass es hier noch irgendwas gibt. Ach, guck mal an. Komplett übersehen. Ist ja geil. Ha, guck mal an. Ja, ich hab's aus der Entfernung, hab ich's gesehen hier. Aquädukt am Siofra. Guten Tag, sind Sie mein heutiger Gegner? Ich glaube nicht. Wir tanken uns einfach, gell? Wir tanken uns einfach. Alles easy. Keiner von uns weicht aus. Hey, was bist du denn? Klopft er auf sein Schild. Die Havel-Erinnerung aus Dark Souls 1, ja. Es war Horror, beziehungsweise ich fand's super witzig, aber es war schon auch ein bisschen arg cheesy. War schon auch sehr cheesy, die ganze Sache. Was seid ihr? Was macht ihr hier? Warum hast du ein Schild und sonst nichts? Und warum klopfst du auf dein Schild? Runenbogen, danke. Oh, hi. Guten Tag. Ey, dahinter stehen auch Bogenschützen. Okay, ich habe euch gerade gesehen. Falls jemand den Durchgang unterm Wasserfall übersieht, oder was? Wild. Hallo? Ha, schöne Erinnerungen an da oben. Wer bist du denn? Ich hoffe, er meint nicht Diarrhoe. Innere Ordnung. Okay.
Gab's nicht eine Stelle, bei der ich ein Emote gebraucht habe mit irgendwie Ruhe oder sowas? Oh, okay. Boss Arena, die sieht ganz cool aus. Allerdings haben wir hier ein paar Sachen, die... Ach, guck an. Ja, da brauche ich eigentlich mein Schwert für dich. What the f... Okay, alles klar. Ja, kenne ich ja eigentlich. Kenne ich alles. Nicht giften, bitte. Ja, wir bleiben mal bei dem einen. Die sind zu zweit jetzt hier. Gut, das ist natürlich immer wunderschön, wenn man... wenn es einem schwer gemacht wird, weil... weil zwei. Schwer, weil zwei. Schwer, weil zwei. Ist auch immer so ein Ding. Aber die sterben. Ich glaube, das ist... das Gift ist ein bisschen nervig. Das Gift ist minimal nervig, aber... jetzt muss ich gerade mal kurz nochmal in den Chat fragen. Meintet ihr vorhin, es sind zwei Bosse, weil es hier zwei sind? Oder gibt es noch irgendwo einen anderen? Ja, das Gift ist halt ein bisschen sehr ärgerlich tatsächlich. Das Gift ist unnötig hier auch noch. Komm, sobald es nur noch einer ist, ist das alles kein Thema. Schwerwall 2. Wow, Kumpel. Lauf nicht vor mir weg. Lauf nicht vor mir weg. Danke. So, jetzt. Na, Gift. Giftblödsinn. Oh, das sind viele hier, ne? Stimmt, da war ja was. Der zählt natürlich nur als ein Boss. Okay. Hoppla, keine Ausdauer gehabt. Aua. Ja, kann man lassen. Ist allerdings ein bisschen ein, naja, Kampf, also OP. ich bin natürlich OP. Ein OP-GG, genau, weil ich bin, glaube ich, gnadenlos überlevelt für dieses Gebiet hier gerade. Wenn man früher hinkommt, ja, hey, dann das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin froh, dass ich hier so spät hinkomme. Das bestreite ich nicht. Da hätte ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die zwei, boah, die zwei zu einem früheren Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob ich da Spaß dran gehabt hätte, wenn ich das bemerkt hätte, als ich den Elch gekillt habe.
So, was haben wir hier? Die ganze Nummer mit dem Sarg kommt mir natürlich etwas bekannt vor. Bin ich jetzt an derselben Stelle rausgekommen, an der ich das letzte Mal rausgekommen bin, als ich in den Sarg gestiegen bin? Sieht ähnlich aus im ersten Moment. Aber das kann täuschen. Nee, ich bin woanders, glaube ich. Ich bin, glaube ich, woanders. Tiefen von Tiefwurz. Wirklich. Ach Gott. Oh Mann. Tiefen von Tiefwurz. Ich komme. So, wo bin ich denn jetzt? What the? Wait, what? Unterm Baum. Das sind die Wurzeln des Baumes. Okay. Hallo? Zählst du als Boss oder bist du... Nee, du bist einfach nur so Kumpel. Ja, lassen wir das. Brauche ich ja in dem Fall nicht. Brauche ich nicht machen. Von hier komme ich. Okay. Einmal zurückgeritten. Was sind hier? Ameisen? Käferchen. Was gibst du mir? Kriegsasche des goldenen Landes. Ah, okay. Ihr bekommt auf den... Oh, okay. Ich werde von Ameisen gekillt, die einen riesigen Schädel haben, wo, bei dem, auf dem sie keinen Schaden bekommen. Geil. Shit. Ja, auf die 1900 Runen kann ich pfeifen. Kriegsasche. Das muss ich mir mal kurz anschauen, was das für eine Kriegsasche ist. Weil vielleicht kann ich die ja auf die Keule schmeißen. Ist das die gewesen? Goldenes Land, ja. Die macht Stärke von A auf D mit Geschicklichkeit und Glaube. Okay, vergiss alles. Kann ich hier irgendwie noch eine Kriegsasche auf, dass es auf S kommt? Nee, ne? Da kann ich nichts machen, dass ich irgendwie auf S komme. Bei der Keule leider, ne? Nee, das ist schon alles gut so, wie es ausgerüstet ist. Okay, keine Ahnung. Da oben waren jetzt Ameisen und der Käfer. Ich glaube nicht, dass es dort weitergeht. Weil da hinten sieht es nämlich so aus, als würde es dort weitergehen. Mal kurz einen Blick. Da hinten rein in die Höhle, weiß ich nicht. Witzig. Die Ameisenstraße. Wie geil ist das denn? Komme ich jetzt zum Ameisenboss? Wie geil. Wie cool das einfach gerade war. Ich guck da hoch und dann ist da eine Ameisenstraße, die sie da nach oben laufen. Das muss ja auch geskriptet sein. Wenn ich da langlaufe, dass die dann da hoch, wenn man da zufällig hochschaut. Geil. An so eine Kleinigkeit, ne? An so eine Kleinigkeit wird da gedacht. Da drüben, da komme ich nicht rein. Da muss ich von der anderen Seite kommen. Irgendwie. Schmiedestein 4. Ja, da sieht man halt auch, für was für ein Level das hier eigentlich gedacht ist. Wenn ich hier Schmiedestein 4 bekomme, kann man ungefähr abschätzen, für welches Level die Gegend hier gedacht ist. Wärmender Stein, Schmiedestein.
Was geht bei euch? Am Gassteine sammeln, sorry, die habe ich euch weggezockt. Ja, dann mal weiter in die Richtung, hm? Ah, eine Gnade. Ey, ach ne Oma. Ist die auch tot? Ne, die lebt noch. Ich würde ja schon gerne mal eine verprügeln, ne? Um zu schauen, was hier geht. Was geht, wenn man die verprügelt, die Fingerleserin. Sollen wir die verprügeln? Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Aber ihr seid auch so unglaublich suspekt. Ja, du siehst eh nichts mehr aus den Fingern, ne? Lord Goldwyn? Welcher war nochmal der Goldwyn? Einen wahren Tod sterben sollen. Solch eine Schande? Wait. Ihr seid eigentlich alle gegen mich, oder was? Es passiert einfach nichts. Sie verschwindet und lacht. Okay. Und sie wird wieder da sein. Ah, okay. Die kann man nicht killen in dem Fall. Nicht so richtig jedenfalls. Was geht hier? Was bist du? Ach, so ein Viech. Okay. Karte. Perfekt. Ah, ich darf nicht drauf gucken. Ey, 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 ich wollte nur dein Loot. Wo bin ich? Hat er jetzt mein Pferd gekillt? Nee, nicht ganz. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Da oben spuckt einer Feuer. Ich muss mal kurz auf die Map schauen. Jungs, könnt ihr mich kurz in Ruhe lassen? Ey! Ey, was ist heute los, ey? Preserving PHF? Okay. Hi, grüß dich. Danke für den Follow und herzlich willkommen. Hi. Ist irgendein Mod anwesend? Können wir irgendwen zum Mod machen? Sorry for bothering you. Ey, da kriegst du doch echt zu viel. Sorry für das kurze Päuslein. Aber die Chatnachricht musste weg.
Neue Karte gefunden. So, jetzt gucken wir doch mal. Ah, ist das die Boss-Arena hier? Wahrscheinlich. Also will ich da hoch. Das ist die Frage. Hier rüber? Oder eher so hier rüber? Zählst du als Boss? Nee, ich glaube nicht. Ey, aufhören. Goldene Rune 1. Ach, guck mal. 200 Runen, gönn dir, ja. Ein 7er Schmiedestein, das ist doch mal was. Ich komme gar nicht so hoch. Wo zum Teufel bringt mich das dann hin? Hier drauf und dann? Lol. Wolf führen. Na gut. Und wieder nach unten. Da unten sitzt einer auf dem Pferd. Da hinten ist... An der Gnade bin ich gerade gesessen, ne? Ja, ja. Passt. Doch in die Richtung? Weil jetzt habe ich... Da hoch habe ich jetzt keinen Weg gesehen. Es ist doch ein kleinerer Boss. Ah, guck mal, was geht hier noch? Hi. Ehrlich, du? Entschuldigung. Sorry. Ich bin vielleicht minimal überlevelt. Baumhelm des Schmelztiegels. Schmelztiegelritterrüstung. Finde ich cool. Schauen wir mal, was die kann. Okay. Da ist sie schlechter. Magisch Feuer, Heilig Blitz. Robustheit, Immunität, Fokus, Lebenskraft. Lebenskraft war gegen Fäulnis, oder? Dann wäre doch die eigentlich auch nicht schlecht, ne? Gegen Fluch, ah. Aber Immunität war gegen Fäulnis. Also ist auf jeden Fall das hier besser als das sowieso, weil, okay. Ja, passt schon.
Und mittlerweile sehen wir auch ein bisschen stylischer aus als die letzten vielen Folgen. So, in dem Fall war es das hier unten, hätte ich jetzt vermutet. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes, was ich abholen sollte? Nee, nee. Ah, schon die Wurzeln hoch. Okay. Ja, weil ihr sagtet zwei. Dann gab's sogar drei Gegners. Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. Kennt ihr den? Oh Mann, ey, den haben wir aus Spaß früher gehört, weil es so dämlich ist. Ist auch ein witziges Lied, muss man ehrlich sagen. Tony D. Ja schon, dann war ich doch richtig vorhin. Ja, okay, dann habe ich das irgendwie vercheckt. Ich glaube, Tony D heißt der. Wo sind die Gegners? Dann habe ich einfach den Weg vercheckt. Ja, dann vielleicht hier nach rechts hoch. Ja, das geht höher. Könnte auch hier sein. Nee. Okay. Okay. Okay, okay. Ich reite ja schon weiter. Ah, guck mal. Okay. Ich nehme mich jetzt einfach so hin. Geil. Oh Gott, nee, was ist das für eine Suppe hier? Was zum... Was bist du? Lol, bist du so, weil ich den Baum abgefackelt habe, oder sieht das hier normal anders aus? Was bist du denn, Hässliches? Bist du die Ameisenkönigin? What the fuck? Wie es hält, sorry. Ah, der Rogier. Sorry, ich bin leicht überlevelt. Tut mir leid. Ey. Ey, okay, das ist mies. Okay. Das war ja mies. Kommen die zu dritt und verprügeln mich hart, ey. Die Umhang-Animation ist seltsam. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht etwas zu steif aus irgendwie. Es könnte natürlich sein, dass ein Umhang so ist, wenn man den Umhang hat, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Was ist das? Bist du vier? Nee, ne?
Mal mies kommen die zu dritt. Ey, Roger, lass mal bleiben. Okay, ich sollte mich vielleicht nicht in die Mitte stellen und den in der Mitte zuerst probieren, sondern ich probiere den hier. Jungs. Na bitte. Jetzt ist das Ganze nur noch ein halbes Problem. Wie viele noch? Fias Nebel. Du hast mir eine Krankheit verpasst. Da ist sie doch. Das sind die zwei Optionen, die ich jetzt habe. Ich will Geschlechtskrankheit oder dich töten. Bitte was? Warum? Das untere auswählen. Ehrlich? Ich bin mir jetzt da wirklich nicht sicher, was das soll hier. Ich kann auch einfach B drücken und gehen. Aber ich bin doch eigentlich hier, um sie zu vernichten, oder nicht? You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Kriege ich wieder hier einen grausigen Segen. Bin mir nicht sicher, ob der Boss machbar ist, wenn ich oben drücke. Really? Geheim sprechen. Ja, davon habe ich eins. Hä, ich hab doch aber eins davon. Wo habe ich denn das eine her? When Godwin died, a hallowed brand scored his flesh, but another exists. Another mark in the shape of the half-wheel wound of the centipede, and I must find it before the time comes we receive our lord. My hands will be dirtied once more by the deed. Will you still let me hold you, even then? Soll ich ihr das geben? Ja, ne, das wird ihr Quest-Item sein. This is the other Hallowbrand. How did you? Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead. Godwin, welcher war nochmal Godwin? As the rune of those who live in death, please
do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay with Godwin to conceive my child, the rune. Brandish my rune and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. Okay. Aber ich find's nicht cool, dass du mir schon wieder Debuffs gibst, gute Lady. 5%. 5% meines Lebens, Diebstahl. Was macht das nochmal? Muss ich mal kurz nachlesen. Jetzt habe ich ja 2 bekommen sogar. Segen des Firmaments verbraucht. FP erhöht kurz das Gleichgewicht und das macht das Gleiche. Hält länger. Okay, Gleichgewicht erhöhen. Naja, gut. Kann ja nicht schaden eigentlich. Und mittlerweile macht mir das auch nichts mehr mit dem bisschen Leben, das ich weniger habe. So, nu? This is goodbye, my dear, but I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will, not the remains of one chosen for me, and I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing would there be but to be born a deathbed companion? This is goodbye, my dear, but I am satisfied. Ich bin glücklich. Aus freien Stücken beschloss ich, mich zu Godwin zu legen und nicht zu den Überresten, die andere für mich auswählen. Und ich werde ein Kind unter dem Kerzen tragen, bitte nicht, ey. Und es wird euch auch eure Wärme sein. Geboren als Gefährtin auf dem Sterbebett, welchen größeren Segen könnte sich jemand wünschen? Niklas, hi. Ich muss tatsächlich diesen Namen jetzt jedes Mal rückwärts lesen, ne? Ich bin minimal, irritiert, was genau hier los ist. Aber hey, du legst dich jetzt zu Godwin, habe ich gehört. Dann legen sie sich mal zu Godwin. Und lass ihn auferstehen, damit ich ihn verprügeln kann. Und was jetzt? Ja. In den Traum des Sterbebetts eintreten. Ich vermute mal, dass wir das tun wollen. Vermute ich sehr stark. Twitch, bleibt bitte alle dran. Misago Gakunin, danke für den Follow an dieser Stelle noch. Aber YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.